Dann. Hallo, hier sind wir wieder beim Blog von Artischock und SWR, dem YouTube-Blog. Es gibt natürlich auch noch Texte zu lesen. Und ich bin jetzt auch hier, insofern ist es wirklich eine Bloggerfolge mit zwei lieben Kollegen, die auch bloggen, unter anderem Kritik.de, dem Chefredakteur von Kritik.de, Frederik Jäger, hier zu dieser Seite. Und neben mir Dennis Vetter, der lange oder immer noch schreibt, wenn es was zu schreiben gibt, bei Negativfilm. Das ist eine andere tolle Website, die man viel häufiger besuchen müsste, neben Artischock natürlich. Und ihr seid jetzt aber hier, weil ihr auch noch was anderes seid. Ihr seid nämlich Mitglied im Vorstand des Verbands der deutschen Filmkritik und als solcher Veranstalter einer tollen neuen Institution, die es seit letztem Jahr gibt, also dieses Jahr zum zweiten Mal, parallel zur Berlinale, muss man glaube ich sagen, Woche der Kritik. Ich halte das hier einmal, das ist der Programmflyer. Wir kommen da gleich ein bisschen drauf. Ich denke, die erste Frage ist natürlich, was ist denn überhaupt die Woche der Kritik? Wer mag das sagen von euch? Ja, zunächst mal hoffentlich keine Institution, sondern eine sehr bewegliche Form, um im kleinen konzentrierten Rahmen über das Kino zu sprechen, während der Berlinale. Natürlich nutzen wir die Berlinale und die Aufmerksamkeit, die auf dem Kino liegt, während der Berlinale genau dafür und versuchen ein Programm zu machen, was sich gleichermaßen mit Filme zeigen, als auch mit dem Sprechen über Filme beschäftigt. Ja? Also bei uns sind die Vorstellungen immer untrennbar von Gesprächen. Und die Gespräche sind Gespräche, die man so, hoffen wir zumindest, nicht immer in der Form auf anderen Festivals findet. Also es ist mit anderen Worten, ihr zeigt schon Filme eine Woche lang. In dem Sinn, so meine ich das ja mit Institutionen. Wir können das jetzt leider nicht machen, obwohl das interessant wäre, was so schlimm ist, an Institutionen mal nachzufragen. Aber was ich natürlich gemeint, könnten wir schon, findet Frederik. Dafür gibt es doch Blogs, damit man auch mal ein bisschen abschweifen kann Das von stimmt. dem, Das was stimmt. man sonst sagen würde. Tatsächlich, das ist eine gute Frage. Also kann man als Institution Kritik praktizieren? Und ich glaube, in dem Sinne, in dem bürokratische Instanzen Institutionen sind oder auch Festivals zu Institutionen werden. In dem Moment, in dem sie zu Institutionen werden, glaube ich, verlieren sie tatsächlich diese Flexibilität und die Möglichkeit, sich selbst in Frage zu stellen. Und das ist eigentlich Kernaspekt dessen. Deswegen auch die Idee, dass wir, das machen wir als Kritiker und das machen wir aus dem Geiste heraus, dass wir nicht wissen, wie es am Ende sein wird und dass wir auch genau das akzentuieren, darauf Wert legen, dass wir uns selbst aus der Bahn werfen lassen. Okay, also ihr seht, ihr versteht unter Institutionen mit anderen Worten so eine, nennen wir es mal, feste Einrichtung, etwas Etabliertes. Und im Grunde geht es darum, diesem Etablierten oder dem Establishment auch was entgegenzusetzen, was sich selber in Frage stellt und was selber eine viel flüssigere, beweglichere, flexible Form hat und dadurch auch automatisch der Institution Berlinale was entgegensetzt oder zur Seite stellt, was allein dadurch, dass es das gibt, das in Frage stellt. Habe ich das so richtig verstanden oder fehlt was oder fehlt euch ein bestimmter Akzent? Da kann man schon nicken, ja, da kann man schon nicken. Sache ist natürlich, ja, wir zeigen Filme. Für die Filmkritik ist es natürlich immer eine Herausforderung, sich auch mal für einen Film zu entscheiden und Filme zu programmieren. Und wie wir gerade gesagt haben, ja, dieses sich selbst auch in Frage zu stellen und Bewusstsein darüber zu schaffen, was man hier eigentlich tut, ich denke, das macht die Qualität dessen aus, was wir tun. Wir sind offen und transparent in dem, was wir tun. Wir reflektieren das auch in den Gesprächen, die wir führen. Und wir möchten damit zum Reflektieren anstoßen, auch in größerem Maßstab, ja? Also auch die Berlinale mitreflektieren. Deine Frage ging auch in Richtung, wie positionieren wir uns gegenüber der Berlinale? Und ich glaube, es ist wichtig zu sagen, dass die Berlinale nicht das ist, was unser Hauptanliegen ist. Also die Berlinale ist der Anlass. Es ist auch natürlich ein Modell, das unserem nicht entspricht. Also die Tanker-Mentalität oder auch die Supermarkt-Mentalität, die sich mit den Jahren auch immer wieder neu positioniert und verändert und die zum Teil interessanter wird und zum Teil weniger. Es geht aber nicht so sehr darum, nur den Festivalkosmos in den Blick zu bekommen, weil das ist wirklich einer von mehreren. Und wenn wir darüber debattieren, zum Beispiel wie gestern, wie ein politisches Kino aussieht, da haben wir einen Film gezeigt, Koma, von einer jungen syrischen Regisseurin, die ein intimes Porträt macht ihrer Familie im Belagerungszustand. Da geht es natürlich auch um die Frage, wie kann man digital Filme schaffen, für wen schafft man sie, ist es ein Akt des Aktivismus, wenn man eigentlich einen Film macht aus persönlichen Motiven heraus und darf man so einen Film unter
politische oder moralische Fragen stellen, oder darf der Film auch einfach erst einmal für sich stehen? Und das sind Fragen, die uns interessieren, und es geht natürlich weit hinaus über lediglich das, wie funktioniert ein Festival und wie sollte es besser funktionieren. Jetzt ist es so, also was man ja, glaube ich, erklären muss bei denen, die jetzt auch nicht in Berlin sind und uns zugucken, das ist zumindest, dass es schon auch eine, wenn man so will, eine Filmreihe ist, die in einem Kino stattfindet, an einem festen Ort, wo man mit der Berlinale Akkreditierung auch reinkommt, zum Beispiel als Akkreditierter, und gleichzeitig ist sie unabhängig. Also die Berlinale ist ja eine Institution eben mit mehreren Reihen und Sektionen, die alle im Prinzip von einem Chef verantwortet werden, das ist der Direktor der Berlinale, und bei euch, ihr habt mit dieser Berlinale insofern nichts zu tun, außer dass ihr zur gleichen Zeit stattfindet und ihr bekommt, ich weiß gar nicht, ob ihr öffentliche Gelder bekommt, aber ihr werdet natürlich mitfinanziert, zum Beispiel mit Hilfe von der Böll-Stiftung, und ihr arbeitet mit der Bundeszentrale für politische Bildung zusammen. Ich weiß nicht, ob noch andere, das sind im Prinzip auch öffentlich geförderte Institutionen. Insofern seid ihr mittelbar auch ein bisschen öffentlich gefördert, was die Frage natürlich anschließen würde, ob ihr nicht da auch gar nicht anders könnt, als ein bisschen etabliert zu sein oder ein bisschen euch zu etablieren? Ja, ich glaube, es kommt schon darauf an, was man mit sich machen lässt. Und es ist ja völlig klar, dass jeder, der etwas auf die Beine stellt, immer in irgendwelchen Abhängigkeiten steht. Also es ist natürlich eine Einbildung, die meinetwegen produktiv sein kann, aber die auch verblendend wäre, wenn man jetzt denken würde, man könnte völlig unabhängig sein. Man arbeitet immer mit irgendwelchen Leuten zusammen. Man ist schon eine Gruppe, die sich irgendwie verständigen muss. Selbst wenn man nicht mit Mehrheitsvotum Filme auswählt, sondern tatsächlich versucht, den individuellen die individuelle Position zu stärken. Aber natürlich gibt es immer Vermittlungen, und insofern klar. Also es gibt natürlich etwas, sobald man irgendwie mehr als einer ist und dafür auch noch Geld braucht, gibt es Momente, in denen muss man sich irgendwie versichern und man muss sich erklären. Das ist ja das Grundlegende. Also man muss sich immer eigentlich erklären für das, was man macht. Das ist ja so ein Problem bei der Filmproduktion, dass man irgendwie ganz viel immer erklären muss und ganz vielen Leuten es erklären muss. Und in dem Moment, wo man erklärt, was man vorhat mit einem Filmprojekt zum Beispiel, kann das auch die eigene Position verändern. Und das ist ja das Interessante, dass es oft gar nicht so sehr Akte der Zensur sind oder irgendwie man irgendwie alle die Schuld den Förderern oder den Fernsehsendern in die Schuhe schieben könnte für den Stand des deutschen Kinos, unter anderem, sondern dass man sagen muss, es ist ja ganz viel Selbstzensur, ganz viel vorauseilender Gehorsam zu denken. Man wird sich erklären müssen, deswegen denkt man das gleich mit. Und das sind Sachen, die uns sehr bewusst sind und die wir versuchen natürlich bei dem, wie wir arbeiten, uns immer wieder gegenseitig anzustacheln, zu nutzen, um eine andere Position zu finden. Jetzt, bevor wir auf ein paar Filme kommen, die bei euch laufen, würde ich gerne kurz auf die Gespräche kommen. Denn du hast es schon erwähnt, es gibt Gespräche und die sollen anders sein, als dass man nur mit den Freunden, mit denen man in der Vorstellung war, dann danach vielleicht noch einen trinken geht. Also sie sind dann auf der Bühne, jeder der Zuschauer kann aber dann daran teilnehmen, und die sind moderiert und die sind zu Themen, die ihr auch an diese Filme geknüpft habt. Also die heißen dann Zeitgeist, Macht, Verführung, Aura, was ich besonders interessant finde, dann Verschweigen, Ausstellen. Könnt ihr ein bisschen was erläutern? Ihr habt das ja letztes Jahr auch gemacht mit anderen Überschriften. Könnt ihr ein bisschen erläutern, was da eure Überlegungen waren und wie ihr auf diese Begriffe, Themen oder wie man das dann nennen soll, kommt? Na, wir sehen, wenn wir Filme uns betrachten, sehen wir in diesen Filmen Dinge, die in den Filmen selbst angelegt sind, ja, Ideen, Konzeptionen, Weltbilder. Wir gehen von diesen aus und wir überlegen uns, was wäre ein Begriff, der sich zu diesem Film verhält, aus bestimmten Gründen. Meistens streiten wir uns darüber und letzten Endes finden wir eine Idee, die wir spannend finden im Kontext des Films, die aber gleichermaßen nicht zu nah am Film selbst dran ist. Ja? Wir wollen eine kleine Runde drehen um den Film vielleicht, auch mit dem Film und durch den Film. Und ich denke, wir haben Begriffe gefunden, die dazu anregen, das zu tun. Ja? Also auch mal einen Schritt zurückzutreten, vielleicht auch gerade nicht über das Thema zu reden, sondern eher darüber zu reden, was ist eigentlich eine Perspektive auf diesen Film? Wie können wir den zusammensehen oder einzeln? Und vielleicht können wir ihn nicht zusammensehen. Und was ist vielleicht auch eine Perspektive, die heterogen ist, ja? Die nicht vereinbar ist, die nicht gefällig ist? Auch keinen Punkt zu machen, ist eine schöne Sache dabei. Wir schreiben was drüber, also ja. Aber kein Punkt.
Also man soll sich gewissermaßen auch produktiv streiten. So, das kann man schon sagen, das ist auch eines der Ziele der Sachen, dass man nicht unbedingt, dass dann alle das Gleiche denken und man dann so auseinandergeht. Ja, wir bitten darum, genau. Okay, wie ist denn das, wenn ihr die Gespräche führt in der Auswahl? Also ich weiß jetzt gar nicht, ihr gehört zum Auswahlgremium und insgesamt seid ihr, glaube ich, 5 Leute oder so. Genau, 5 Leute. Ich weiß nicht, wenn man so eine Reihe macht, stelle ich mir vor, wird man automatisch auf Überlegungen kommen, die, nennen wir es mal, taktisch oder strategisch sind. Also wenn aus irgendeinem Grund, jetzt aus einem bestimmten Land, ich sag mal China, weil da viele Filme gemacht werden, die tollsten 7 Filme kommen, bin ich trotzdem nicht sicher, ob ihr dann 7 chinesische Filme zeigen würdet, weil dann würde man denken, ihr seid ja eine chinesische Filmreihe. Also ein Festival, will sagen, macht immer ein paar Kompromisse. Man hat dann so Überlegungen, okay, wir müssen einen deutschen Film wenigstens haben. Wir müssen mindestens eine Frau zeigen, weil das wäre sonst total blöd, nur Filme von Jungs zu zeigen. Vielleicht wäre es auch blöd, total nur Filme von Frauen zu zeigen, denken alle, ihr seid jetzt ein Frauenfestival oder von Pro Quote. Also es gibt so Überlegungen, ein bisschen regional zu verteilen, die Filme. Man sieht das ja dann auch, tatsächlich seid ihr regional verteilt und es gibt Frauen, die Filme machen, Männer, die Filme machen bei euch. Es gibt einen deutschen Film. Ich vermute also, ihr habt diese ganzen Überlegungen natürlich auch gehabt und macht gewissermaßen Kompromisse. So darf man das? Nicht. Nein, so einfach ist es nicht. Also, du setzt quasi 2 Sachen miteinander gleich. Also Taktik und Kompromiss. Und ich glaube, das ist die Verwechslung. Also Taktik selbstverständlich, weil es uns ja genau darum geht, etwas anzuregen. Das heißt, wir wollen etwas bewegen. Wir machen diese Reihe nicht, um unsere 7 Lieblingsfilme des Jahres zu zeigen, sondern es geht uns ja darum, dass wir etwas bewegen wollen in der Kinokultur mit einer Debatte und einem Filmerlebnis. Ja? Also das heißt, natürlich gibt es Filme, die wir aus unterschiedlichen Gründen lieben, bei denen wir aber der Ansicht sind, dass sie für diesen konkreten Zweck nicht die richtige Materie bilden. Insofern Taktik, ja. Aber das ist nicht Kompromiss im Sinne von, wir verständigen uns darauf, dass es irgendwie der gemeinsame Nenner oder so etwas, sondern genau das Gegenteil versuchen wir eigentlich zu machen. Und das war auch unser Prinzip bei der Auswahl. Ist auch nicht selbstverständlich, aber ich denke, andere versuchen es auch so zu handhaben, zumindest die besseren Komitees. Und zwar, dass wir sagen, es geht darum, wie stark brennen verschiedene Leute für Filme. Also es ist kein Kompromiss und ich denke, das ist ganz wichtig für uns als Komitee, so wie andere gute Komitees auch arbeiten, dass man sich darauf verständigt, dass nicht alle einverstanden sein müssen, im Gegenteil, sondern dass es darum geht, dass wir für die Filme brennen und wenn eine oder 2 Personen einen Film unbedingt wollen, aus nachvollziehbaren und für uns produktiven Gründen, dann ist das ausschlaggebend und nicht, dass sich alle darauf einigen können. Okay, Dennis, du wolltest auch was sagen. Naja, es gibt ja noch einen anderen Begriff. Ja? Es gibt den Begriff Kompromiss, es gibt auch einen Begriff, der heißt Konsens. Ja. Der heißt, alle Positionen werden gewahrt. Ja? Das heißt, wir zeigen nicht ein Programm, bei dem wir abwägen und Positionen relativieren, sondern wir versuchen, alle Positionen nebeneinander zu stellen und gerade auch kollidieren zu lassen. Und es braucht dafür eine gewisse Heterogenität natürlich. Ja? Also wir wollen natürlich nicht nur eine Perspektive abbilden. Wobei ich es interessant fände, ein Jahr mal vielleicht nur chinesische Filme zu zeigen und dann genau darüber zu sprechen, jeden Tag auf eine Art und Weise, die vielleicht spannend ist. Ja? Die wäre bestimmt spannend. Gut, dann kommen wir doch jetzt zum Schluss, damit es auch nicht zu lang wird, nochmal auf ein paar Filme. Und zwar vielleicht beginnen wir mit unseren Lieblingsfilmen. Ich kann ja auch einen nennen, weil ich auch gar keinen anderen kenne, aber den kenne ich. Nämlich Eva no Duerme, Eva schläft nicht, ein Film aus Argentinien über Evita, die ja, kennt man auch schon aus dem Musical und anderen Dingen und die eine historisch hoch faszinierende, interessante Gestalt ist und gewissermaßen reflektiert dieser Regisseur Pablo Agüero anhand der Geschichte, was mit dem Leichnam von Evita Perón passiert ist seit den 50er Jahren, die argentinische Geschichte seit den 50er Jahren. Und das finde ich ganz toll, mit ganz tollen Momenten. Das ist auch eine interessante Art von einem Kino, das versucht, ja, Aura und Politik zusammenzudenken und Macht, insofern eure Begriffe auch ein bisschen, und das aber auf eine ungewöhnliche Weise und sicher ganz anders als die sogenannten politischen Filme, die wir in manchen anderen Festivals dann auch mal sehen. Was sind denn so, also das, den würde ich jetzt mal hervorheben wollen. Was würdet ihr denn hervorheben wollen? Wer mag beginnen? Man kann ja jeden Film hervorheben. Ah, du bist auch schon so, dass du alles toll findest, was läuft bei euch. Das finde ich ja falsch. Jetzt musst du einen nennen, den du am wenigsten toll findest.
Das kann ich nicht machen. Den Film, den ich am wenigsten toll finde, das müsste dann ein Film sein, über den ich mich irgendwie aufrege. Nee, das ist doch gut, sich aufzuregen. Ja, schon, aber was einer, anderes... Einer, der dich kalt lässt. Einer, der mich kalt lässt, gibt es nicht. Nein, also... Du möchtest ja am liebsten streiten. Ja. Ich denke, dass... Gleich. Nein, weiter. Ja, also den Film tatsächlich, mit dem ich nichts anfangen kann, kann ich nicht bieten. Also das tut mir leid, also das klingt jetzt wie so eine Festivalmacher-Floskel. Verstehe ich auch, aber müssen wir noch suchen. Vielleicht können wir nächstes Jahr einen finden, den ich ablehne. Dann da habe ich Ratschläge für euch, aber wie man das machen kann. Aber ein Film, ihr könntet ja auch einfach sagen, dass jemand eine freie Wahl hat und kein Auswahlkomitee entscheidet, sondern ihr sucht euch 7 Leute aus, wo jeder einen Film macht. Ja, und dann habt ihr Streit. Aber egal, jetzt ganz schnell noch, weil die Batterie geht nämlich auch, glaube ich, gleich zu Ende. Wenn wir jetzt bitte noch einfach mal den Tipp mit 2 Sätzen dazu. Frederik? Orientierungslosigkeit ist kein Verbrechen. Wenn man diesen Film schon allein vom Titel her nicht liebt, dann weiß ich sowieso nicht, was los ist. Aber wenn man sich überlegt, dass man einen Blick darauf wirft, wie wir uns zum heutigen Tag verhalten, wie wir versuchen, eine Haltung zu finden und wie wir... uns politisch positionieren und gleichzeitig zugeben, dass wir völlig ratlos sind. Das ist dieser Film, den ich zum Abschluss der Woche sehr empfehle. Ein deutscher Film von Tatjana Turanski, die auch schon mal hier im Forum lief auf der Berlinale. Und das finde ich auch ein Coup, dass ihr quasi der Berlinale eine Regisseurin weggenommen habt. Das kann ich ja so kommentieren. Und jetzt Dennis, bitte. Der Kurzfilm von Api Chatpong, Vera Sitakul, Vapor. Ein Film ohne Ton, der versucht... mit Geschichte umzugehen auf eine sehr interessante Art und Weise und dabei gleichermaßen verspielt ist und ernsthaft. Und alleine schon deshalb, weil ich so gerne diesen Namen ausspreche. Ja, ich würde ihn ja Api Chatpong Vera Sitakul aussprechen, aber das ist wahrscheinlich falsch. Er ist allemal ein Liebling des Autorenkinos unter den Kritikern, kann man, glaube ich, sagen. Also viele lieben ihn und wir werden, glaube ich, über die Lieblinge auch dann ein andermal vielleicht mit euch beiden reden. Jetzt sagen wir erstmal Tschüss, bis bald.